Thema. Eine wirklich sehr heiße Geschichte haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen, und zwar den Zwist um den schwulen Pfarrgemeinderat in Tirol. Aus gutem Grund, denn wir haben einen wirklichen Experten dazu zugeschaltet jetzt. Oh. Halleluja, Maracuja. Ich hoffe, dieses Gespräch wird nicht geheim mitgeschnitten. Nein, geheim, das ist ganz öffentlich. Sehr gut, dann kann ich mein Anliegen hier vorbringen. Bitte, Herr Schönborn. Von der Kirche haben wir hier ein altes Testimonial, das würden wir gerne ändern, um eine neue Zielgruppe für uns gewinnen zu können. Das neue Testimonial, Gesundheit, wird Frau Conchita Wurst sein. Wir haben Sie aber noch nicht fragen können. Haben Sie vielleicht die Telefonnummer, um Sie an meiner Stadt zu fragen, bitte? Stefan, du hast doch die Nummer von der Conchita. Ich habe die Nummer von Wurst. Soll ich anrufen für Sie, Herr Kardinal? Ich bitte darum. Sie kommen dafür auch in den Himmel. Alles klar. Du weißt sie auswendig? Ja. Bildtelefon, das ist die Wohnung von Das Wurst. Ja, es läutet bereits. Telefönchen, Telefönchen. Schnittchen vorher. Ich hoffe, sie geht bald ran. Wer kann denn das sein? Wer kann denn das sein? Hallöchen. Ja, servus Conchita, Schatz, Stermann spricht. Ja? Du, hättest du theoretisch Lust, welcher Stermann? Testimonial zu werden für die katholische Kirche? Testimonial für was? Katholische Kirche? Ja, gerne. Okay. Mach ich. Alles klar. Pussy. Das ist ein super Job-Testimonial, ja. Aber da ist erstmal Schluss mit meinem alten Lotterleben, ne? Da wird erstmal der braune Salon dicht gemacht, ja. Muss ich zölibatär leben? Aber vielleicht noch ein kleines Erinnerungsfilmchen machen. Hier ist der Don Camillo. Hallo Don, machst du ein Erinnerungsfilmchen mit mir? Don Camillo und die Conchita lassen die Glocken klingen oder so. Servus, Alter. Servus. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, vielen Dank. Bist du aus Atem? Gell? Du, ich hab da eine Videokassette gekriegt, weil ich hab einen Bartfetisch und ich hab mir ein Video aus Österreich haben sie mir geschickt. Da ist eine Frau mit einem Bart und die nimmt es mit der nächsten Liebe mit ihrem Don Camillo ziemlich hautnah. Das schenke ich dir. Viel Spaß. Viel Spaß. Ist das nicht dieses neue Testimonial, was in Österreich für so einen Riesenskandal gesorgt hat? Wir sind dort längst beim alten Testimonial zurück. Das war keine gute Idee, nicht mit diesem neuen Testimonial. Außerdem war das keine Frau, das war auch ein Mann, der mit dem Bart. Was, das waren zwei Haberer oder was? Und die haben mir da schon runtergefiedelt. Aber andererseits, eigentlich hat mir das gefallen. Auf meine alten Tage noch servus. Vielen Dank, Maschek. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Willkommen in Österreich-Zuseher.